Moin Leute, Marvin wieder hier für Shisha WG. Ich bringe euch das nächste Tabak-Review. Heute geht es um den X-Racher Lemon Loops. Ich hoffe, man spricht den so aus. Dasselbe Problem hatte ich ja auch schon bei dem letzten Video, das ich gemacht habe. Blende ich euch oben nochmal die Infokarte ein. Könnt ihr euch auch mal angucken. Das Ganze habe ich auf der Shisha-Messe geraucht, beim X-Racher-Stand. Hat mich direkt überzeugt und musste ich dann auch kaufen und mitnehmen. Und ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber ich wollte euch trotzdem das Review dazu bringen, weil es ja ein relativ besonderer Tabak ist. Das Ganze kommt angefeuchtet, normales X-Racher, die Molasse, damit man sich das selber anmischen kann. Fertig angemischt kostet das Ganze 16,90 € für die 200 Gramm und kommt in dieser Dose. Blende ich euch auch nochmal oben ein, damit ihr das genauer sehen könnt. Der Schnitt ist meiner Meinung nach ziemlich gut, lässt sich super bauen, ist mittel bis fein, also ist nicht super fein, aber geht auf jeden Fall klar, ist gut zum Kopfbauen. Seht ihr dann oben nochmal im Video. So, von der Feuchtigkeit her ist das Ganze top, also er ist richtig schön feucht, aber auch keine überschüssige Molasse, ganz kleines bisschen am Boden, aber geht vollkommen in Ordnung. Kopfbau zeige ich euch auch. Ich rauche heute wieder in der Ginny Skyline mit dem Hotshot RT, Browhood Phoenix oben drauf und drei Kokosnusskohlen, die Ginny Cubes, da habe ich auch die Verpackung stehen. Kommen wir mal zum Geruch. Das Ganze riecht 1:1 wie Zitronenkuchen. Kommt also erstmal, also Lemon Loops sind ja die Kellogg's Cornflakes. Riecht man aber erstmal nicht so sehr raus, finde ich. Aber der Zitronenkuchen riecht schon extrem lecker. Das Ganze hat aber, wenn man näher rangeht, so eine etwas herbe Note mit bei. Ob das im Geschmack durchkommt, reden wir gleich drüber. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter von der Nase weghält und so ein bisschen rumschwenkt, ist das Ganze extrem süß. Riecht aber alles in allem ziemlich gut und macht auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen. So, Rauch zeige ich euch am besten einfach. Nochmal kurz anrauchen. Raucht schon relativ gut, gibt aber definitiv Tabak, der besser raucht. Ich rauche jetzt seit zwei Köpfen wieder im Hotshot RT. Davor hatte ich ja die ganze Zeit den Tonkopf von Browhood. Vielleicht liegt es auch noch ein bisschen am Kopfbau. Ich hatte aber davor schon mal einen Hotshot RT und würde eigentlich behaupten, dass ich bauen kann. Ja, kommen wir mal zum wichtigsten Punkt, dem Geschmack. Hier kommt auf jeden Fall die Kellogg's Fruit Loops Note viel, viel besser raus. Die Zitronenkuchennote ist so ein bisschen verflogen und schmeckt wirklich 1:1 nach den Kellogg's. Also wirklich, als ich den auf der Messe geraucht habe, war ich total hin und weg, wie man das wirklich schaffen kann, dass Tabak so sehr danach schmeckt, wonach er schmecken soll. Also Name 1:1 getroffen, wenn ihr mal Frühstücks-Cornflakes rauchen wollt, dann holt euch auf jeden Fall eine Dose davon. Ja, hat aber im Abgang, finde ich, so eine leicht herbe Note und das stört mich irgendwie beim Rauchen. Also es ist nicht der angenehmste Tabak beim Rauchen. Es ist nicht wirklich störend oder ein klein bisschen störend, aber nicht sehr. Es kratzt auch nicht wirklich. Es ist so eine raue Note, würde ich sagen. Kann man ganz schwer beschreiben und hatte ich jetzt auch noch bei keinem anderen Tabak so. Und ja, deswegen würde ich dem Tabak auch nur 6,5 Sterne geben. Ich rauche den ab und zu ganz gerne, aber kann ihn wirklich nicht so oft rauchen. Und wenn ich einen Kopf davon geraucht habe, ist das auch meistens so, ja okay, den brauche ich jetzt erstmal 3-4 Tage nicht mehr. Wenn man jeden Tag 1-2 Köpfe raucht, dann heißt das schon ein bisschen was. Und ja, deswegen eben nur 6,5 Sterne. Kaufempfehlung. Ich sag mal, wenn ihr die Fruit Loops feiert, dann werdet ihr auch den Tabak feiern. Am besten probiert ihr den mal irgendwo vorher, bevor ihr euch 200 Gramm holt oder teilt den mit Freunden oder sowas. Aber ja, also wenn ihr die Fruit Loops mögt, dann auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ansonsten sagen wir mal eingeschränkte Kaufempfehlung. Ja, das soll es auch wieder gewesen sein zu dem Video und zu dem Tabak. Wenn es euch gefallen hat, klickt doch da unten oder hier an der Seite auf Abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst mir unten einen Kommentar da und sagt mir warum. Und ansonsten wünsche ich euch guten Rauch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!